Hallo und herzlich willkommen bei Natural Addicted. Wir haben es gerade 0:19, die 80 Kilometer auf den 24 Stunden Burgenland Extrem warten auf mich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Dieses Abenteuer führt mich zu dem größten See in Österreich. 80 Kilometer geht's von Heggekoi bis nach Ogau. Ziel ist es, das Ganze innerhalb von 24 Stunden zu bewältigen und durchs Ziel zu kommen. Mein Vater und ich starteten mitten in der Nacht um ca. 2.45 Uhr. Wir wanderten durch die ersten Dörfer Ungarns. Danach kamen bereits die ersten Wälder auf uns zu. Nach einigen Stunden hatten wir bereits das erste Sonnenlicht. Teilweise nicht, ja, aber es gibt halt auch viele, die sagen, ich weiß nicht, warum der da drin war. Dann nehmen wir schon mit. Glaubst du? Dann noch, wahrscheinlich. Die Sonne ging auf und die Wärme erreichte uns langsam. War der absolute Wahnsinn, wie schnell die Sonne aufging. Die Wärme zu spüren und das erste Licht über die großen Felder zu sehen. Hast du gerade verstanden oder was? Das ist ein voll durchschnittlicher Winter. Achso, das ist eine Akazie. Wieder in Österreich. Kurz mal Pause treten. Ja, können wir machen. Die ersten 20 Kilometer hatten wir überhaupt keine Probleme. Dann musste ich leider feststellen, dass ich bereits die ersten Blasen auf meinem Fußballen sehen konnte. Danke. Kilometer sind wir endlich in Ilmitz angekommen. Jetzt geht's weiter. Schon heftig, aber wird geil. Wenigstens nicht auf Video. Die sogenannte Hölle im Seewinkel Burgenlands ist eine extrem lange Strecke, auf der fast kaum Bäume wachsen. 10 Kilometer ging es nur geradeaus, ohne irgendwo noch einen Hauch Schatten zu sehen. Als wir später auf einem Feldweg gingen und ich auf einen Stein trat, platzten die Blasen auf
und die ersten Schmerzen begannen. Durch die extreme Hitze und die wenigen Wasserstellen, die wir ungefähr alle 10 bis 15 Kilometer sehen konnten, war es extrem schwierig, weiterhin dieses Tempo zu halten. Bei jedem Schritt reibten die Schuhsohlen auf den Blasen und dadurch wurden sie immer größer. In der zweiten Labstation angekommen, entschieden wir uns, die Blasen mit Tape zu verbinden, um weitere Reibungspunkte zu vermeiden. Dann begann mein Körper bereits schlapp zu machen. Ich hatte überhaupt keine Energie mehr und war komplett fertig. Die Blasen schmerzten, meine Beine und Waden waren komplett hinüber. Von meinem Ehrgeiz getrieben, wollte ich aber trotzdem weitermachen. Ich ging und ging und konnte einfach nicht mehr. Wir brauchten mittlerweile für einen Kilometer bereits fast eine halbe Stunde. Wodurch ich mich dann nach 50 Kilometern in der letzten Labstation in Neusiedl angekommen, dazu entschieden habe, es abzubrechen. Also Leute, wie ihr schon gesehen habt, leider abgebrochen. Ja, ich stehe jetzt hier auch natürlich nicht nach dem Lauf mehr, sondern das ist einige Tage nachher. Ich muss sagen, ich war nach dem Lauf so fertig, ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ich war einfach komplett kaputt. Ich weiß nicht, ich habe locker, nachdem ich heimgekommen bin, erstmal 6-7 Stunden durchgeschlafen. Ja, was soll man sagen, abgebrochen. Mein Vater war dann noch ziemlich hart im Nehmen, der ist dann weitergegangen, der hat es sogar noch geschafft, die 80 Kilometer. Aber für mich war es einfach zu dem Zeitpunkt schon so extrem, ich konnte nicht mehr. Ja, im Endeffekt muss ich sagen, war eine echt harte Nummer. Ja, ich konnte sicher 2 Tage lang nicht gehen, wegen den Blasen, die waren dann schon so groß und so offen, dass ich nicht mehr gescheit auftreten konnte. Naja. Ich habe auf jeden Fall vor, das Ganze unter Umständen, wenn alles klappt, nächstes Jahr nochmal zu probieren. Ich habe den Willen, der Wille war da. Werden wir schauen, ob das klappt nächstes Jahr. Nächste Woche wäre super. Nächstes Jahr, wie gesagt, werden wir schauen. Ich werde auf jeden Fall nochmal die 80 in Angriff nehmen. Schaffbar ist es mit Sicherheit. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn es diesmal eine andere Sorte von Video war, dann Daumen hoch, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, wenn es euch taugt, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht? Und wenn ja, habt ihr es geschafft oder wollt ihr es noch schaffen? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich bin so überwältigt, wie schnell das jetzt in letzter Zeit gegangen ist. Ich danke euch auf jeden Fall von ganzem Herzen dafür. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Stay addicted. Bis zum nächsten Mal. Ciao.